Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ja, und zwar will ich heute mal mit euch einfach darüber reden, wie es mir so hier geht. Also einige von euch haben sich ja gefragt, okay, ja, wie geht's dir jetzt eigentlich, wo du da unten in Bayern wohnst? Und ja, mir geht's gut. Ich bin meistens kaputt. Ja, an den meisten Tagen bin ich einfach nur fertig, kaputt, müde, aber zufrieden, glücklich. Ja, und wie gesagt, auch wenn ich mit Kollegen oder mit meinen Eltern spreche, ich habe im Ruhrgebiet gefühlt eine Million Probleme gehabt, die ich alle im Prinzip dort nicht hätte lösen können, wie sich herausgestellt hat. Und hier habe ich im Prinzip nur ein, wenn man so will, größeres Problem. Es ist noch nicht mal ein riesengroßes Problem, weil sich das über die Zeit regeln lässt. Aber es ist schon auch keine Kleinigkeit. Ich bräuchte halt ein bisschen mehr Geld. Ne? Ein bisschen mehr Geld müsste ich schon verdienen, um, sag ich mal, meinen coolen, aber auch bescheidenen Lifestyle führen zu können. Aber ich sag mal so, das wird sich auch regeln lassen. Ja, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn ich dann mal überlege, ich habe nur dieses eine Problem hier. Und dort habe ich, wie gesagt, gefühlt eine Million Probleme, die ich alle nicht hätte lösen können und niemals lösen werde können. Dann ist das ein riesenguter Tausch, also ein super Tausch. Einen besseren Tausch kannst du ja gar nicht machen. Und ich bin jetzt gerade wieder hier an meinem freien Tag. Ich weiß, ich habe auch schon wieder über 4 Wochen kein Video rausgebracht. Aber Leute, es ist so viel los und du kommst dann teilweise auch gar nicht dazu. Ne? Du kommst von der Arbeit nach Hause, wenn du weißt, du hast am nächsten Tag einen freien Tag, dann musst du dich um den Haushalt kümmern, weil du den anders nicht geregelt bekommst. Dann musst du einkaufen, kochen, dich ausruhen, dich ein bisschen auch um dich kümmern, soziale Kontakte pflegen und so weiter und so fort. Du kommst da gar nicht wirklich dazu, dich vielleicht auch mal intensiver mit Hobbys wie jetzt hier Vloggen beispielsweise oder mein YouTube-Kanal im Allgemeinen mehr zu beschäftigen, was natürlich schon ein bisschen nervt, ja, also ich würde gerne häufiger und regelmäßiger euch das berichten, weil gerade auch in meinem Beruf ziemlich viel passiert, ja, da könnte man im Prinzip jeden Tag oder zumindest fast jeden Tag was berichten und eine eigene Story draus machen, aber nee, ich bin soweit zufrieden, ja, denn du musst dir einfach vorstellen, du bist hier so abgeschieden in Bayern, obwohl du ja in München wohnst und München ist ja die größte Stadt in Bayern und die drittgrößte in Deutschland im Allgemeinen, ja, ist ja eine Weltstadt, aber du bist so abgeschieden vom Rest Deutschlands, selbst wenn du mal Bayern mit Baden-Württemberg vergleichst, die ganzen Probleme, die du teilweise auch in Baden-Württemberg hast und die ich ja aus dem Ruhrgebiet zur Genüge kenne, weil es dort noch heftiger ist, ne? Ich meine, Baden-Württemberg ist auch Süddeutschland, gehört auch zur reicheren Hälfte des Landes. Aber du kannst Bayern mit keinem anderen Bundesland in Deutschland vergleichen. Komplett abgeschieden vom Rest, auch was die sozialen Probleme angeht. Ja klar, ich bin jetzt hier im Schutz vor Ladendieben unterwegs. Natürlich gibt es viele Diebe in München, ist klar, sonst bräuchte man mich nicht. Ne? Aber du hast hier halt eben, wie gesagt, in Anführungszeichen nur Diebe. Ne? Du hast da nicht noch, was weiß ich, einen Haufen Vergewaltiger, einen Haufen Schläger, einen Haufen Mörder und so weiter und so fort. Ne? Also die gesamte Kriminalität, die ist natürlich auch da in München, klar, wie in jeder großen Stadt, aber das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja? Wenn ich mal überlege, woher ich komme, es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Also ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, seitdem ich jetzt hier wohne, und ich wohne jetzt hier knapp 5 Monate, seitdem ich hier wohne, merke ich einfach mal, wie mies die Gegend gewesen ist, in der ich gelebt habe. Ne? Und ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich wusste, es ist jetzt nicht gerade die Prachtgegend Deutschlands, aber jetzt, wo ich hier lebe und wo ich hier meine Ruhe und meinen Frieden habe, ja, und mir keiner mehr auf den Sack geht und ich mir nicht mehr darum Sorgen machen muss, ob irgendeiner mich sabotieren möchte oder mir was nicht gönnt oder so, ja, da merke ich erstmal, wie mies die Gegend gewesen ist und wie mies auch die Umstände, vor allen Dingen meine persönlichen Umstände gewesen sind, in denen ich dort gelebt habe. Ja, und ich will auf keinen Fall mehr zurück. Ich habe mit so vielen Leuten hier gesprochen, so viele, die auch zugezogen sind hierhin, die sagen, die wollen alle nicht mehr zurück. Ja, und ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn du dich, wie soll ich sagen, wenn du einfach die Nase voll hast
von deinen Lebensumständen und du siehst, du kommst da nicht raus, du kannst dich nicht verbessern, ja, dann ist es natürlich hart zu überlegen und vielleicht zu sagen zu sich selbst, pass auf, ich verlasse meine eigentliche Heimat, ja, und gehe woanders hin, wo ich neu anfangen kann, ja. Aber es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Ich bin jetzt 35, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich meinen Frieden. Ja, ich hatte vorher nie meinen Frieden gehabt. Ich habe so viele Probleme immer am Hals gehabt. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Und das habe ich ja alles nicht. Du bist so weit weg vom Rest Deutschlands und der ganzen Probleme. Guck mal, Bayern ist größer als die Schweiz. Alleine Bayern ist größer als die Schweiz. Ja? Nur um euch mal ein Gefühl für die Distanzen zu geben. Ne? Ich wohne jetzt hier in München, im Südwesten Münchens. Ich habe es, ja, so circa 70 Kilometer bis zur österreichischen Grenze. Ich bin auch nah an der Grenze zu Österreich. Also ich bin auch nah an der Staatsgrenze, an der deutschen Staatsgrenze. Ne? Und das Geilste ist ja, wenn du bei Föhn oder generell bei schönem Wetter die Alpen von hier siehst, dann siehst du ja, wie weit du gekommen bist. Weißt du, du siehst, was du alles hinter dir gelassen hast und du siehst aber auch noch die Berge so gesehen als Symbol dafür, was es noch für Hindernisse vielleicht gibt, die du zu erklimmen hast oder die du erklimmen kannst, was es für Herausforderungen gibt. Vielleicht ein bisschen positiver gesprochen. Ne? Und bei der Galeria, da gibt es ein Schild, da hängt ein schöner Spruch und den habe ich mir fotografiert, so zum Thema positive Lebensführung. Ja, da steht: Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende wundervoll. Ja, und bisher fühlt es sich so an. Ich bin mit Sicherheit noch nicht am Ende, aber ich bin am Anfang auf jeden Fall, vielleicht auch schon in der Mitte, wer weiß das schon. Und es fühlt sich so an, ja, es ist am Anfang schwer, aber und wird dann chaotisch, aber man merkt, ja, es lohnt sich, es lohnt sich. Ja, ich bin einfach froh, ich habe meinen Frieden hier und den will ich mir auch nicht mehr nehmen lassen. Ne? Und darum will ich auf keinen Fall wieder zurück. Also ich hätte das eigentlich, weil ich ja seit 10 Jahren immer versucht habe, hier hinzukommen. Damals aber noch in meinem eigentlichen Beruf als Betriebswirt. Ne? So. Hat halt alles nicht sollen sein, hat halt nicht geklappt. Deswegen habe ich dann irgendwann mich auch dafür entschlossen zu sagen, okay, es hat keinen Sinn mehr. Wenn du noch eine Chance hast, in deinem Leben großartig was zu verändern, dann ist es über die Sachkunde. Ja, so du hast aktuell keine anderen Karten, die du spielen kannst. Du kannst nur die Sachkunde entweder annehmen oder du lässt es sein. Ja, und dann habe ich das gemacht und bin dann jetzt über die Sachkunde, siehe da, hier hingekommen. Ne? Und ja, manchmal ist das so. Weißt du, dann kommst du quasi ans gleiche Ziel, aber über einen anderen Weg. Ne? Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich das wenigstens jetzt gemacht habe, denn man sagt auch so, die 30er im Leben eines Menschen sind ja so das letzte Jahrzehnt, wo man große Veränderungen machen kann. Später wirst du zu alt, zu träge, du bist vielleicht nicht mehr offen genug, weil du zu sehr belastet bist von deinen eigenen Schicksalsschlägen im Leben. Und ich kann mir das vorstellen, auch bei mir persönlich, wenn ich jetzt vielleicht noch mal 10 Jahre in die Zukunft blicke und ich wäre jetzt 45. Was soll ich da großartig noch verändern? So, vor allen Dingen, wenn kein Padda da ist, ja, wenn keine Knete da ist. Ne? So, woher soll die kommen, wenn du keinen Job hast über Jahre hinweg? Ne? Und da muss man halt sich auch mal die Frage stellen, okay, wie geht das vielleicht dann? Ne? Und dann riskierst du was. Ja? Du, klar, es war ein heikler Move gewesen. Ich habe ja quasi Sachkunde, Umzug, Jobsuche, Wohnungssuche, alles Mögliche mit Bankgesprächen und bla bla bla, das habe ich ja alles innerhalb von 6 Monaten geregelt. Ne? Und das war alles zum Teil auf Messers Schneide, aber ich habe mir auch gedacht, Alter, entweder es klappt jetzt oder es klappt gar nicht. Ne? Entweder jetzt oder gar nicht. Und ja, es hat nicht beim ersten Mal geklappt, ich bin ein paar Mal hier runtergefahren, aber es hat dann irgendwann geklappt. Du musst da am Ball bleiben, ja? Du musst kämpfen und vor allen Dingen, du musst immer auch bedenken, okay, in dem Fall. Mess dich nicht mit Leuten, die es einfacher haben, die aus besseren Verhältnissen kommen, die aus betuchteren Verhältnissen kommen. Schau einfach, was ist dir gegeben an Möglichkeiten. Ne? Einer der größten Lügen war zum Beispiel, an die ich auch geglaubt habe damals, noch als junger Mensch, so mit bis zu 18, 19, 20 vielleicht sogar noch. Sagen wir mal 20. Also bis zu der Zeit, wo ich
vom Bund wiedergekommen bin. Da habe ich wirklich noch daran geglaubt, dass das, was die Lehrer gesagt haben, ja, euch steht allen die Welt offen, ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt, dass das auch stimmt. Na, ich habe da wirklich aus vielleicht jugendlicher Naivität oder weil ich einfach zu sehr vertraut habe bestimmten Leuten, daran felsenfest geglaubt. Aber es ist nicht so, Leute. Wir haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten auf der Welt. Lasst euch das bitte nicht in den Kopf setzen. Das heißt nicht, dass du gar keine Möglichkeiten hast und das heißt auch nicht, dass du nicht an dir arbeiten sollst und ehrgeizig sein sollst, denn all das sollst du tun und sollst du sein, aber es hat trotzdem nicht jeder die gleichen Möglichkeiten. Na, und vielleicht hat dein Freund einfach, weil ein paar Dinge anders sind in seinem Leben, ganz, ganz andere Möglichkeiten als du, aber du musst damit klarkommen. Na? Also wie gesagt, das ist, ist einfach nur Hammer. Ich bin nur kaputt, Leute, also wundert euch nicht, wenn ich ganz ruhig hier sitze oder so. Ich bin einfach nur fertig. Ich habe auch wieder einen harten Monat hinter mir. Jetzt kommt bald das Oktoberfest. Da hat man mich schon so ein bisschen vorgewarnt, dass da wohl auch viel, also dass es heftig werden wird. Da bin ich mal gespannt. So ungefähr kann ich mir vorstellen, wie es sein wird. Oh, nee, ey. Ja, aber okay, wir müssen das Beste draus machen. Ja, und das erstmal dazu. Also, wie gesagt, ich fühle mich so gesehen total wohl. Klar, es gibt ein paar Dinge, wie insbesondere ein bisschen mehr Geld wäre ganz gut. Ja, obwohl ich nicht wenig verdiene. Also, wenn ich jetzt mein Nettogehalt jetzt beispielsweise mit dem Nettogehalt der meisten Leute in Herne vergleichen würde, dann würde ich auf jeden Fall zu den absoluten Gutverdienern zählen, also zu den Bestverdienern in Herne. Ja. Aber das ist natürlich hier bei den Preisen, was die Miete angeht, nichts, denn du musst wirklich rechnen, Mietpreise Herne im Vergleich zu Mietpreise München, ja, München mal drei. Ja, ist einfach so. Egal ob unmöbliert oder möbliert, ja, einfach mal drei nehmen. Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, ja, einfach sagen mal drei und dann bist du hier auf dem richtigen Weg. Dann kalkulierst du schon richtig, was deine Miete angeht. Ja, was ein Wahnsinn ist. Absoluter Wahnsinn. Ja. Aber ja, das wollte ich euch mal so mitteilen. Und ich ruhe mich jetzt heute noch ein bisschen aus. Vielleicht mache ich gleich noch im Anschluss ein Video. Ich guck mal. Ja, eins werdet ihr auf jeden Fall sehen und das andere kommt dann irgendwann später. Ja, alles klar. Aber das erstmal so dazu, wie ich mich fühle, halt eben, weil da einige nachgefragt haben. Ja, so fühle ich mich. Alles klar, bis dann.